Hey, das Ding da ist neu. Achso, hallo zusammen. Wir wollen eine neue Tagesaufgabe anmachen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ vorher nicht da war. Kann das sein, weil wir letzte Folge ein Alien aus dem Raumschiff geholt haben? Sehr cool. Na gut, Maus weg. Tagesaufgabe an. Und wir wollen diesmal vermeiden, in den Tod zu fallen. Was echt ein scheiß Tod war. Das sah so richtig gut aus. Wir haben richtig viel Equipment gehabt und dann runtergefallen, Okay, da waren Fallen. Runtergefallen, Kettenreaktion und Ende. Ja. Na gut, hier ist der Anfang soweit. Sehr schick. Gold, Bomben, was will man mehr? Nicht da runterfallen, die jetzt aus Versehen. Genau, die eine war nämlich noch aktiv. So, Fledermaus ignoriert. Ja. Das hätte auch in die Hose gehen können. Wir haben schon sehr viele mögliche Schadenspunkte abgewehrt. Einfach nur durch pures Glück. Oder schnelle Reaktion, was auch immer man nehmen möchte. Das Gold da oben hätte ich gerne. Ich weiß nur nicht, wie ich da rankomme. Haha! Präzisions-Steinwurf-Dingens. Okay. Nicht geplant alles, aber es läuft soweit echt gut. Dich hätte ich auch noch gerne. Und ich habe vorhin eine Blondine gehört. Hier irgendwo. So, da unten ist schon mal ein Dingens. Da ist eine Spinne. Ich höre immer noch eine Blondine. Peitsch. Und wir haben ja ein paar Bomben über. Ich hätte gerne Zugang nach da. Jo. Wusch. So viele Bomben wollte ich auch nicht verschwenden. Okay, dafür verschwende ich jetzt ein Seil. Wir brauchen irgendwas zum Runterwerfen. Dich. Oh, warum zählst du nicht? Das ist sehr komisch. Und da ist die Blondine. Ach, es zählte nicht, weil diese Steinspuckstachelfallen. Ich sollte den echt einen ordentlichen Namen geben. Also diese Pfeilfallen. Die werden erst ab einer gewissen Nähe ausgelöst. Pfeilfallen. Ich werde die immer wieder steinkomische Dinger nennen, aber na gut. Pfeilfallen. Okay. Falsch. Ich brauche irgendwas zum Schmeißen da hinten. Oh, wo kommst du näher? Ich höre hier eine Blondine. Nein! Hier höre ich eine Blondine. Warte mal. Warum hast du nicht ausgelöst? Wurdest du schon ausgelöst? Kann ich weit genug springen, ohne dich auszulösen? Nee, kann ich nicht. Aber es hat geklappt. Okay. Also wenn man in Pfeilrichtung läuft und springt, kann man die Dinger austricksen. So, wir hätten gerne dich. Dann würden wir gerne in Richtung Blondine laufen. Die irgendwo hier unten ist. Die hier ist. Okay. Einmal Bomben. Jetzt müsste sie überleben. Richtig. Zeug. So, dich hätten wir gerne. Das war das falsche Aufgehobene. Das war das Richtige. Wo ist die richtige Kiste? Da wäre ein Ausgang, da komme ich aber nicht so schnell hin. Du stirb. Du komm mit. Hier geht's ja auch nicht durch. Doch, da geht's durch. Warte. Zoink. Zoink. Schlüssel hätten wir auch noch gerne, weil wir gierig sind.
So, nicht den Typen da verärgern. Noch ein Seil, um sie wieder zu holen. Und das Gold da. Und ich glaube, es wird langsam eng von der Zeit her. So, dich hätten wir. Du hast nichts. Schlüssel. Wo ist die Truhe zu dem Schlüssel? Da. Oh oh. Nein. Weg, 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 weg. Wenigstens kann ich noch drei Seile rausholen. Schade, das war ein. Oh, na gut. Drei Seile kann man nicht meckern. Und wir haben gut Gold gemacht, das Level. Und keinen Schaden genommen und Küsschen überhaupt. Bomben sind allerdings langsam wieder mau. Das heißt, wenn wir einen Shop finden, müssen die alle aufgekauft werden. Zeug. Deine Pfeilfalle. Können wir auslösen gleich, warte. Oh. Oh. Nee, komm. Wir dürfen jetzt nicht überall Bomben benutzen, wenn wir nur noch drei haben. Geronimo. Zeugen. Weg, 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 weg. Und jetzt haben wir uns die Bombe gespart, weil wir jetzt genau da sind, wo wir uns hätten hinbomben können. So war das geplant. Schön, 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 schön. Du auf. Bomben. Edelsteine, alles super. Wir haben 6 Herzen. Ich wäre jetzt eigentlich versucht, die Blondine zu opfern für diesen Bonus, den es geben soll, wenn man Blondinen opfert. Aber ich laufe jetzt nicht wieder nach oben. Das könnte knicken. Zoin. Entschuldigung. Das war gemein. Sowas macht man nicht. Aber es sah einfach cool aus. So. Das sind ganz schön viele Fledermäuse. Also Bomben habe ich jetzt genug. Ich bräuchte jetzt noch irgendwas Kletterartiges oder zum Springen. Fledermäuse kann man raufspringen, oder? Ja. Nee, nichts riskieren. Raus. Oh ja, mit so viel Bomben fühle ich mich wohl. Kann man sich im Notfall einfach überall durchspringen. Und da wir die Klebepaste haben, können wir es auch richtig gut positionieren. Oh. Also gerade wenn ein Geist kommt später oder so, dass man einfach panisch wegläuft und vor sich alles wegsprengt. So. Dich öffnen, dich auslösen. Noch mehr Seile, sehr schön. Wir haben Bomben, wir haben Seile, wir haben gut Leben und wir haben... Da eine richtig garstige Ecke. Oh, die Kiste hätte mich treffen können. So, die wurden wohl ausgelöst. Jo. Und da ist der Ausgang. Aber müssen wir gar nicht hin. Und ich glaube, wir haben noch einigermaßen Zeit, bevor der Geist kommt. Genau, und hier haben wir doch ganz tolle Sachen. Spinne, löst bitte das Pfeilding aus. Genau. Bleib da. Du löst das aus. Die Kiste da hinten hätte ich noch gerne. Und da können wir auch sie mitnehmen. Ups. Einfach nur da links festhalten. Das war so ein schönes Leben. 36.000. Ist wieder unter der 40.000er Marke. Boah. Ja, vorletzter. Na gut, normales Leben hinterher.
Das war... Vor allem, ich fand es auch gar nicht so leichtsinnig von mir. Das war links, hätte man sich festhalten können. Dann hätte man die Blondine runtergeworfen, hätte man geguckt, was unten ist. Also, eigentlich hätte man erst gucken sollen, was unten ist, und dann die Blondine runterwerfen. Und dann wäre alles gut gewesen. Sehr komisch. Meh. So, jetzt wird alles besser. Nur zählt es nicht, weil es ein Daily ist. So, stirb. Ich lasse jetzt meine Frustration an armen kleinen Spinnen aus. Obwohl die nicht wirklich arm sind, auch nicht wirklich klein, wenn man das so in Relation sieht. Zeug. Da. Ich sag nichts mehr. Okay, deswegen kontraproduktiv. Aber das war gerade doof. Da war wieder schon so ein Sprungding wieder, wo ich dann, ne, verpasst habe und alles war vorbei. Na gut, ein Leben verlieren heißt nicht viel. Wie wir eben gerade bei der Daily gesehen haben, selbst mit 6 Lebenspunkten kann alles ganz schnell den Bach runtergehen. Ein falscher Schritt und geblam. Und mit Ratten kann man keine Gegner töten. Aber wo ist die verdammte Blondine? Nein! Da war die verdammte Blondine. Nee, ich mach jetzt. Stopp. Nö. Nee, wir sehen uns morgen wieder. Und morgen mache ich hoffentlich nicht so einen komischen Fehler, auch wenn ich nicht weiß, ob es wirklich Fehler von mir waren oder einfach nur Pech. Also ja, die Stachelfalle im Tatentageslauf hätte nicht unbedingt da stehen müssen. Aber ich habe wahrscheinlich eher den Fehler gemacht beim Springen, dass ich zu früh oder zu spät oder was auch immer gesprungen bin. Das war einfach nur scheiße. Aber na gut, wir sehen uns dann morgen wieder.